Ich rede ja bekanntlich ziemlich viel über Videogames, aber ich habe mich auch oft mit anderen Arten von Spielen auseinandergesetzt, namentlich Tabletop. In einem Stream habe ich, glaube ich, schon mal meine Begeisterung für Brettspiele erklärt, aber einen Großteil meines Lebens habe ich tatsächlich mit Kartenspielen verbracht. Allen voran wahrscheinlich dem größten und beliebtesten Ableger des Sammelkartenspiels, nämlich Magic: The Gathering. Das Spiel hat einfach sehr viele Sachen für mich angenehm kombiniert. Man hatte eine taktische Tiefe und einen großen kreativen Freiraum beim Deckbuilding und konnte extrem gut mit anderen Leuten auf lokalen oder nationalen Turnieren interagieren, an denen ich tatsächlich teilgenommen habe. Und ja, so sah ich als 15-Jähriger aus. Damals gab es noch keine Rasierklingen und eine Schildkröte einzusetzen war auch zu riskant. Deswegen bitte verurteilt mich nicht. Mittlerweile sieht es ja schon ein bisschen gepflegter aus, aber naja, ich hoffe jedenfalls. Und das Lustige bei den Turnieren war, dass es immer diesen einen super creepigen alten Typen gab, der einfach ein bisschen dubios aussah. Der war zwar super nett, aber für Außenstehende wirkt es ein bisschen creepy, glaube ich. Das Beste an Sammelkartenspielen war wahrscheinlich der Hype, sein nächstes Booster-Pack aufzureißen. Man kriegt zwar so neue Karten für seine Sammlung, aber seien wir doch mal ehrlich, nichts toppt den Geruch eines frisch geöffneten Booster-Packs. Das Problem, das sich ergeben hat, ist, je kompetitiver man in dem Spiel wurde, desto seltener hat man sich Booster oder gar Displays gekauft, denn 90% aller Karten einer Edition sind ziemlich unbrauchbar, wenn man auf Turniere geht, und langsam aber sicher ging einem dann doch der Stauraum für die ganzen Karten aus. Im Internet boomten deswegen Kartenbörsen wie zum Beispiel Magic Kartenmarkt, auf denen ich seither meine Freizeit verbracht habe und Kartenkurse verglichen habe. Wenn ich irgendwann mal Kinder haben sollte, dann wird allein diese Karte sie durchs College bringen. Aber um dieses jugendliche Gefühl mal wieder aufblühen zu lassen, die Spannung eines Booster-Openings mal wieder zu spüren, habe ich mir 5 Pokémon TCG-Booster besorgt. Und mit besorgt meine ich, dass sie mir gesponsert worden sind von Gate to the Games. Sehr, sehr coole Typen, bei denen ich oft eingekauft habe, als ich noch intensiv Yu-Gi-Oh! Gespielt habe. Und ja, Turbo Start heißt die Edition, Breakthrough auf Englisch klingt ein bisschen cooler. Und ich würde mal sagen, ich mache sie mal auf und wir sehen uns dann am Tisch. Und ja, da sind wir. Mit der Magie des Video-Editings haben wir uns gebeamt zu unserem offiziellen Booster-Pack-Aufmachtisch, zertifiziert aus Japan von Game Freak, beziehungsweise hat Game Freak irgendwas mit Kartenspiel zu tun? Ich guck gerade mal, Pokémon.de oder von Wizards of the Coast? Keine Ahnung, steht hier irgendwie. Normalerweise Wizards of the Coast macht irgendwie alle Sammelkartenspiele auf der Welt, deswegen wäre es gar nicht mal so unwahrscheinlich, dass sie auch hier irgendwie die Finger im Spiel haben. Und ja, ich habe mich dazu entschieden, keinen Hintergrund zu haben. Ich hatte hier schon so ein Pikachu mitgebracht, so ein Delegator-Püppchen habe ich da. Aber ich glaube, es ist viel, viel cooler, wenn die Karten absolut im Fokus stehen und hier hinter dem dunklen Tisch, beziehungsweise vor dem dunklen Tisch aufgemacht werden. Das ist, glaube ich, schon ganz okay. Vor allen Dingen, der Fokus ist ja auch sehr stark auf den Karten. Man sieht wenig, was an den Seiten ist. Ich hoffe, das ist okay. Ist auch das erste Mal, dass ich so ein Pack-Opening mache. Deswegen, ich bin ein bisschen aufgeregt und mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Ich werde auch höchstwahrscheinlich eher auf die Artworks eingehen, als auf die tatsächlichen kompetitiven Fähigkeiten der Karten, weil ich selbst mit dem Pokémon-Kartenspiel nicht so viel zu tun hatte. Ein bisschen habe ich es gespielt. Früher, da hatte ich ein Keldeo- und Turtok-Deck tatsächlich. Da war die Synergie ziemlich gut, aber ich war nie wirklich groß auf Turnieren. Vielleicht werde ich demnächst mal Rigi oder Razer anschreiben, damit die mich so ein bisschen tutoren. Aber egal, genug Zeit verschwendet. Wir machen die ersten Packs auf. Ich habe hier schon ein bisschen was aufgeschnitten, damit wir Zeit sparen und nicht irgendwie die Sachen rausfriemeln werden. Und ich muss jetzt auf jeden Fall auch darauf achten, okay, wie sich das Booster-Pack aufbaut. Ich weiß, das hier ist die TCG Online Sammelcode, Karte, keine Ahnung, wie man es nennt. Das legt man beiseite und soweit ich weiß, sind die ersten 3 Karten die Uncommons, dann müsste die Rare kommen und dann die Reverse Holo. Das heißt, wenn wir die zur Seite legen, dann die Commons hier rein sortieren und dann nochmal die Reverse Holo und die Rare, dann müsste man das quasi in der richtigen Reihenfolge haben. Ich weiß auch gar nicht, wieso das Pokémon-Sammelkartenspiel so eine seltsame Reihenfolge bei den Karten hat, aber egal. Wir haben gezogen ein Magnetillo, das total angefressen ist, merke ich gerade. Das ist irgendwie, will nicht unbedingt mit den 2 anderen Magnetillos abhängen, glaube ich. Das ist ein bisschen sickig, wirkt auf jeden Fall böse. Dann haben wir einen Snubbel und das finde ich immer bei den Pokémon-Sammelkartenspielen, man sieht ja, die Artworks sind super unterschiedlich. Das hier ist, glaube ich, handgezeichnet, mehr oder weniger. Da sieht man so ein bisschen die Tusche-Effekte, sage ich mal fast. Und hier, das sieht aus wie so eine Marzipan-Dekoration von einem Kuchen. Keine Ahnung, oder Modelliermasse. Auf jeden Fall sieht es aus wie ein Foto. Finde ich ein bisschen seltsam, aber ich glaube, das macht so ein bisschen den Charme von den Kartenspielen. Also, 2. Karte, ein Snubbel, ein Remoraid. Sehr, sehr cool. Wenn wir noch ein Octillery ziehen, das wäre sehr, sehr schön. Das signiere ich dann extra dem Särgen und schicke es ihm zu. Aber Remoraid ist schon mal okay. Ein Dudu, das super in Eile ist. Ist irgendwie der Postbote der Stadt, kann das sein?
Man sieht, ich finde diese Effekte eigentlich ganz cool. Dodo ist eigentlich ein total nutzloses Pokémon, aber hier wird es irgendwie super schick in Szene gesetzt. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ein Plinfer, super knuffig. Ich mag von den Artworks her, muss ich sagen, dass die Sachen, die hier irgendwie so handgezeichnet sind, finde ich eigentlich ein bisschen besser. Also hier sieht man es auch so ein bisschen. Und über der Outline gibt es auch so eine hellere Outline. Das finde ich auch immer ganz schick anzusehen. So, ein Pupponcho. Ist das die erste Uncommon? Ich glaube schon. Ein Pupponcho? Uncommon passt schon. Aber auch hier vom Artwork. Das finde ich eigentlich richtig schick. Das sind die Outlines richtig dick gemalt und das hat eigentlich ziemlich guten Charme. Und die Outlines sind innerhalb des Artworks auch ein bisschen eingefärbt. Insofern alles cool. Pupponcho. Ein Relaxo für den lieben Octopaul gezogen. Sehr gut. Fülliger Körper. Schaden, der diesen Pokémon durch Angriffe zugefügt wird, wird um 30 Punkte reduziert. Das klingt eigentlich ganz gut, aber das Problem ist halt, dass die Rüstungskosten kacke sind und die Angriffskosten sind auch relativ hoch. Das heißt, höchstwahrscheinlich wird das nur eingesetzt, um zu stallen. Ist das? Ne, ich dachte schon, weil hier so ein paar Farben eingeblendet sind. Ich dachte, das wäre schon Holo, aber dazu kommen wir noch gar nicht. Und ein Gelantropo als letzte Karte. Und soweit ich weiß, müsste jetzt die Reverse Holo kommen und... Oh shit, haha! Das ist doch... Ich wusste gar nicht, die Turbo-Karten sind im Reverse-Slot. Vielleicht sollte ich... Warte, Moment. Fokus. So ein bisschen. Ich muss das Ding vor und zurück bewegen, damit der Fokus richtig sitzt. Ultra schick. Ultra schick. Ich liebe die Turbo-Karten. Habe ich ja schon bei Octopaw und Razer gesehen, bei den Pack-Openings. Und bei Sergen natürlich auch. Und bei vielen anderen YouTubern auch. Ich will jetzt niemanden hier irgendwie Vorzug leisten. Aber die Turbo-Karten sind schon ultra schick. Florg ist wahrscheinlich nicht das beste Pokémon, aber ich glaube, ich nehme, was ich kriegen kann. Vor allen Dingen wusste ich eben nicht, dass die Reverse-Holo-Slots von den Turbo-Karten eingesetzt werden. Das heißt, wir kriegen jetzt noch eine Rare-Karte, soweit ich weiß. Oder ich bin total uninformiert und mal gucken. Die letzte Karte in diesem Pack ist ein Grillschitter. Ist das eine Rare? Tatsächlich, da ist ein Stern dran. Holy shit, wieso ist das eine Rare? Ich finde die Affen, die Elementaffen aus dem Spiel, fand ich schon ultra unattraktiv. Und in dem Kartspiel, was kann das Ding? Wasserwurf? Nimm 3 Wasserenergiekarten von einem Ablagestapel auf deiner Hand? Von einem Feuer-Pokémon? Okay. Das heißt, wenn man irgendwie Feuer und Wasser kombinieren will, dann vielleicht, aber... Okay. Kein großer Fan, aber wir haben hier... Florges. Florges Break. Direkt die erste Turbo-Karte aus dem ersten Pack. Das ist, glaube ich, schon ganz gut. Ich sollte vielleicht nicht so viel Schatten werfen. Ich merke schon, meine Hand macht hier immer so ein bisschen Schattenspiele. Aber alles klar. Das war das erste Pack. Wir tun es mal hier hin, damit es immer schön im Hintergrund ist. Yes. So. Ein bisschen Deko. Und wir machen direkt das zweite Booster-Pack auf. Ich weiß auch gar nicht, was ich so alles zu erwarten habe. Und ich weiß auch vor allen Dingen auch nicht, wie die Preise so ungefähr bestückt sind momentan. Da sollte ich mich vielleicht ein bisschen informieren für den Fall, dass ich jetzt hier irgendwas super Seltenes ziehe und ich sage, ja, stimmt, hier, Cresselia oder keine Ahnung. Und freue mich nicht gebührend. So, das kommt wieder weg. Dann... Rare, Reverse, dann... Nein, Quatsch, oh, ich bin schon dumm. Das sind die 3 Commons, dann Rare, Reverse, bla bla bla, alles klar. So, hoffentlich habe ich alles richtig gemacht, so. Ein Hippopotas, das auch ein bisschen angefressen ist. Wieso ist die erste Karte jedes Packs so ein bisschen... Wobei, ist der müde oder ist er angefressen? Er wirkt ein bisschen wütend, weil die Augenlider so ein bisschen runtergehen und Dampf steigt aus seiner Nase. Das passiert mir auch immer, wenn ich angefressen bin. Vor allem, das ist ein Basis-Pokémon und direkt mit einer 3er Angriffskarte, also 3 Energie braucht es. Weiß nicht, ob es gut nutzbar ist, aber da wird mir sicher jemand in den Kommentaren weiterhelfen. Ein Vegimark, super happy. Ich mag die Perspektive hier in den Artwork. Ich weiß nicht, ob das viel Sinn macht. Das muss ja quasi so gezeichnet werden, als ob man es mit einem super Weitwinkelobjektiv fotografiert hat. Aber eigentlich gefällt mir das gut. Die Farbkomposition ist ganz nett. Du hast hier das super helle Grüne und der Hintergrund ist halt so ein bisschen mit diesem dunklen Violett. Gefällt mir ganz gut vom Artwork, vom spielerischen Verhalten her, keine Ahnung. Ein Trassler. Holy shit, das ist super... Super emotional und deep. Was geht da ab? Das sieht aus wie so ein, keine Ahnung, was ich auf einem Religionsblatt sehen würde. Sie sind in der Dunkelheit gefangen, ihr Leben macht keinen Sinn mehr. Glauben Sie an Gardevoir, unseren Gott und Erlöser, der Ihnen helfen wird. Alles klar. Ein bisschen creepy. Vor allen Dingen, ist es das erste Mal, dass man Trasslers Augen sieht? Sieht man das normalerweise? Ich glaube nicht. Holy shit. Das Pokémon-Sammelkartenspiel erweist uns mehr Informationen um die Pokémon-Welt. Als alles andere, ein Purmel. Lustig, guckt sich die Blätter im Winde an. Schön, schön. Ein Teddiursa, super knuffiges Artwork. Vor allem, oh, das sind Menschen. Das finde ich immer interessant, dass irgendwie... Moment, ich mache mal den Fokus ein bisschen, damit man es hier näher sieht. Nein, stell Grenze, wo bist du? So. Man sieht Menschen ja nicht so oft auf den Artworks, insofern finde ich das immer ganz nett. Was ist da los? Haben die Kinder das Teddiursa mit zum Spielen genommen? Der Hut ist weggeflogen und Teddiursa freut sich trotzdem. Mag den Hut nicht. Mach's gut, Hut. Eine Offensivfeste.
Krass. Ich lese mir das jetzt nicht durch. Werde ich mir später durch. Nee, super viel Text, aber macht sicher was total Tolles. Schauen wir in diesem Pokémon. Später. Ein Keifel. Wie gesagt, hier wieder diese dicken Artworks. Artworks sag ich schon. Line Arts finde ich immer ganz cool. Das wirkt halt ein bisschen comichafter als der Rest, aber ich finde das plakativer einfach besser. Also keine Ahnung, wirkt für mich einfach viel, viel runder, sage ich mal. Dann ein Granbull. Was ist das? Ist das Canon, dass Granbulls einfach arbeiten? Das wäre super lustig, wenn Pokémon einfach einen Lebensunterhalt verdienen müssen, um Pokémon zu sein. Deswegen Granbull leider vom Arbeitsamt angewiesen, Früchte zu verkaufen. Am Stand das wie ein Mensch, das finde ich toll. Ich finde die Menschen irgendwie super knuffig auf den meisten Autos. Ist das derselbe Künstler? Stehen die Künstler hier unten? Boah, das kann man super schlecht lesen. Aber ja, finde ich eigentlich vom Artwork gut. Jetzt müsste, glaube ich, die Reverse kommen. Oh, ist das die Reverse? Ja, tatsächlich. Hier man sieht so ein bisschen den ultra krassen Glanzeffekt. Ein Yveltal mit Schreckensnacht als Fähigkeit. Solange dieses Pokémon dein aktives Pokémon ist, hat jede Pokémon-Ausrüstung im Spiel keine Auswirkung. Das ist interessant. Ich glaube, das kann man sogar kompetitiv ganz gut nutzen. Vor allen Dingen jetzt, wo die Mega-Evolutionen im Spiel sind, muss man ja meistens, also man muss nicht, aber diese Geistesbunde heißt es, glaube ich, immer ausrüsten, damit das irgendwie viel, viel besser klappt. Und das geht dem so ein bisschen entgegen. Also finde ich eigentlich ganz gut. Vielleicht die Crap-Karte schlechthin, aber spontan für mich als Noob finde ich das ganz gut nutzbar. Und die letzte Karte ist ein Parfinesse. Was willst du? Mich bezürzen mit deinem sexy Aussehen. Strenges Parfüm und... Okay. Die zweite Attacke heißt Hack. Oder... Das ist eine deutsche Karte. Entweder ist das irgendwie ein Übersetzungsfehler oder die Leute haben es vergessen zu übersetzen, oder ist es Hug? Luke und Trug und Hug. Was macht das denn? Das verteidigende Pokémon kann sich während des nächsten Zuges deines Gegners nicht zurückziehen. Okay, es könnte so ein bisschen eine Umarmung sein, aber wieso hat man das nicht übersetzt? Hack. Aber eigentlich auch wieder ein schickes Pokémon. Ist das Ding im Gewächshaus? Was macht es da? Wen will es da bezirzen? Den Gärtner. Verbringe eine Nacht mit mir, mit meinen sexy Beinen. Alles klar, so, genug gezerrt. Was ist das Highlight dieses Packs? Ich glaube, das Yveltal finde ich besser als die Red. Deswegen tue ich es mal hier hin. Dann glänzt es ein bisschen im Hintergrund. So, das dritte Pack von 5 insgesamt. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe, aber ich glaube schon, im Intro habe ich gesagt, dass es 5 sind. Mal gucken, was uns diesmal erwartet. Karten kommen raus. Okay, so. Langsam bin ich so in der Routine. So, die Karte weg. Dann 3 Commons. Dann Rare und Reverse Holo. So, ich bin drin. Läuft doch. Ein Pikachu. Sehr schön. Ist ein bisschen überrascht. Ich finde es immer ein bisschen seltsam, wenn ja überraschte Emotionen auf so Karten drauf sind. Also weiß nicht, ob mich das irgendwie motivieren würde, die Karte öfter zu spielen. Aber immerhin, die Farbkonstruktion ist ganz, ganz schick. Ein Magnetilo. Schon wieder eins. Irgendwie hat das irgendwie andere Fähigkeiten. Moment, was ist das andere? Ich glaube, tatsächlich. Krass, das wusste ich gar nicht, dass man quasi in einer Edition mehrere gleiche Pokémon kriegen kann. Obwohl sie unterschiedliche Sachen machen. Wie kann man dann danach suchen, wenn du sagst, ich brauche ein Magnetillo aus der Edition Breakthrough? Dann muss er ja noch sagen, ja, das mit der Fähigkeit. Funkende Induktion. Aber okay, finde ich eigentlich auch ganz gut. Hilft den Leuten irgendwie. Entweder lockt es die Leute in den Wald und dann verspeist es die Leichen der Kinder, oder es hilft den Leuten aus dem Wald heraus. Oder es ist einfach im Wald und Leute sind auch im Wald und keine Ahnung. So. Nächste Karte, ein Tragosse. Oh Gott. Das ist ja ultra traurig. Ist irgendwie auf so einem Jahrmarkt, da hinten siehst du quasi eine Mutter mit ihrem Kind, wie es spielt. Und ja, das Tragosso vorne mit dem Knochen seiner Mutter. Traurig, hat sich einen Tag freigenommen, um zum Disneyland zu fahren oder Pokéworld, wie auch immer das heißt. Das ist echt traurig. So würde ich die Karte aber nicht spielen, wenn die Karten mich schon so runterziehen. Hier, das Pikachu ist auch total demotiviert und hier Tragosso super traurig. Ich weiß nicht, ob ich die Karten dann im Deck spielen würde. Würde mich immer bedrückt machen, wenn ich die spiele. So, nochmal ein Snubbull, nochmal hier als Dekoration, ich kann nicht reden. Dekoration für einen Kuchen. Ich glaube wirklich, dass das Fotos sind. Ich glaube, es könnten 3D-Rendern sein, aber irgendwie würde man sich die Mühe machen, wenn man das schnell fotografieren kann. Egal. Oh, so viel dazu. Nochmal so ein Spielzeug-Makro-Fotografierungs-Bla mit Tuska. Angeberei. Ich mag Tuska eigentlich sehr, sehr gerne. Ist immer sehr, sehr gut drauf. Ich finde es immer gut, wenn Pokémon gut drauf sind. Das ist quasi meine Hauptmotivation, Pokémon in mein Team reinzunehmen. Außer X-Bud. X-Bud ist da super angefressen, aber das finde ich... Hallo? Ich glaube, wir sind wieder da. Wir hatten kurz einen Aufnahmefehler, aber nur für eine Sekunde. Keine Ahnung, was die Kamera sich dabei gedacht hat. Nehmen wir schon so lange auf? Keine Ahnung. Ich muss mir vielleicht mal eine richtige DSLR kaufen. Ich habe zwar eine, aber irgendwie macht die manchmal Mucken und sagt, nee, ich nehme jetzt nicht auf. Nächstes Pokémon, Stadavia.
langweilig. Ich habe überlegt, ob ich dazu irgendwas sagen soll, aber keine Ahnung, ist irgendwie nichts Tolles auf den Artwork drauf. Fliegt irgendwie seltsam, hat die Beine angezogen, keine Ahnung. Finde ich nicht so toll. Am Vize. Das Gute ist, ich lerne jetzt endlich die deutschen Namen der Pokémon. War ja immer ein Problem bei mir, aber jetzt durch die Karten kann ich vielleicht ein bisschen was dazulernen. Läuft weg, hat wahrscheinlich dem Froxy hier irgendwas geklaut. Und läuft jetzt weg. Jungfräulichkeit vielleicht, deswegen ist das hier auch so überrascht. Egal, also sind wir schon bei der Reverse? Nein, wir sind noch nicht bei der Reverse. Flatiamo, super schönes Artwork. Ich finde die Farben super gut. Also das Blau vorne und hinten, diese schönen Rottöne. Eigentlich ein sehr, sehr schöner Kontrast und es ist halt super weich gezeichnet. Finde ich gut gemacht. Sehr, sehr angenehm. Oh shit, es geht direkt weiter. What the fuck, von 3 Boostern direkt zweimal eine Turbo-Karte gezogen von Brigaron. Wirkt sehr, sehr cool. Wie gesagt, ich finde das Design von den Pokémon-Turbo-Karten ultra gut. Ich finde auch sehr, sehr gut gemacht, dass man die quasi seitwärts hält, quasi auf die Karten drauflegen kann. Das finde ich halt sehr, sehr gut gemacht. Also die Leute, die sich das ausgedacht haben, hier, Respekt von mir an dieser Seite. Sehr, sehr cool. Und die Rare an dieser Stelle, ein Magneson, ein Holo-Magneson. Holy shit. Das war ein richtig glückliches Booster. Was kann es denn? Beliebig oft während deines Zuges vor deinem Angriff kannst du eine Elektroenergiekarte von deiner Hand auf ein Pokémon anlegen. Das klingt ultra stark. Das klingt vor allen Dingen wie früher, ich habe ja Keldeo und Turtok gespielt. Das hat ja eh nicht funktioniert. Gibt es in der Edition irgendwas, was ultra krass mit Elektroenergie skaliert? Wenn ja, dann ist das hier doch die perfekte Karte. Also irgendwie, ich weiß, dass es Raikou gibt, aber ich weiß nicht, ob Raikou gut mit Elektroenergie funktioniert. Also mit einer Menge Elektroenergie. Auf jeden Fall kann ich mir vorstellen, dass das hier gut funktioniert und Holo sieht ja eigentlich ganz schick aus. Ich finde den Hintergrund zwar ein bisschen billig, da weißt du nicht, was da los ist, aber mein Gott, ich nehm's dankend an. Deswegen hier direkt 2 Karten für die Hall of Fame hier im Hintergrund. So, vorletztes Booster. Das läuft ja richtig gut. Also ich hätte nicht erwartet, dass wir überhaupt irgendwas total Tolles ziehen. Also vielleicht eine Turbo-Karte, vielleicht eine Pokémon-EX-Karte, das wäre schon gut. Was ich mir, glaube ich, am meisten wünschen würde, ich habe ja dazu schon ein bisschen geguckt, was es alles in der Edition gibt. Die ganzen Full-Arts von den Trainern, die finde ich ultra schick. Und ich glaube, in dieser Edition ist es Lynette oder so. Bridget heißt es auf Englisch. Die fand ich schon immer sehr, sehr cool. Also vielleicht sehen wir, oh, Sora. Sora finde ich auch sehr, sehr cool. So ein bisschen idyllisch, im Mondschein, im Wasser, so ein bisschen durch eine Pfütze laufend, finde ich sehr, sehr cool. Ist zwar super dunkel, finde ich, aber mein Gott, finde ich gut. Vielleicht ziehen wir ja noch später noch ein Zoroark Break, das finde ich eigentlich, ist die coolste Karte in der ganzen Edition. Und wenn ich eine ziehe, signiere ich die und schicke sie Razor. Ich schicke allen Poketubern irgendwelche Karten von ihren Signatures. So, ein Finks, schönes Artwork, sehr plakativ, finde ich gut. Noch ein Dodo, was macht das da? Chillt so ein bisschen auf den Rasen. Ist das hier Lensflare? Krass, reingemalter Lensflare. Macht alles ein bisschen epischer. Und hier, ist das irgendwie... Ist das ein Laster, der Dodo-Fleisch verkauft? Und das Dodo denkt sich, ach komm, es gibt keinen Sinn mehr zu leben. Ich warte hier auf mein Ende und werde verkauft. Als Chicken Nugget, als Dodo-Nugget. Ein Igamaru. Das ist ein schönes Artwork. Genau das mag ich. Sachen, die so ein bisschen cartoonmäßig gemalt sind. Wie aus einem Comic halt nur koloriert. Was macht das Igamaru? Wo ist es überhaupt? Ein Gewächshaus und klaut den Leuten ihre Birnen. Oder sammelt... Na, er sammelt es ein. Ich check die Perspektive nicht. Ist das irgendwie so ein kleiner Korb? Mit so einem Sauger hier unten? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Arbeit. Die erste Fähigkeit, das Arbeit. Super. Das zieht einen doch runter. Arbeit. Steuererklärung als zweite Fähigkeit. Alles klar. Ein Iskala. Ein gut gelauntes Iskala sogar. Finde ich cool. Ich mag das. Ich mag die ganze Linie davon. Igelava mit einem super epischen Hintergrund. Was ist das? Ist das irgendwie... Igelava steht auf einer Galaxie. Das sieht irgendwie aus wie so ein Solarsystem oder so, aber höchstwahrscheinlich ist es einfach nur Energie. Igelava, ultra stark. So, ein Megalon. Ist das irgendwie mit Keil gemalt? Sieht auch ziemlich cool aus. Aber kann ich auch jetzt nicht so viel sagen. So, ich wollte schon sagen, wir sind noch nicht bei den Reverse. Ein Pinsir. Finde ich cool. Ich mag es, wenn die Artworks so ein bisschen in Aktion sind. Also das Pinsir neigt sich ja ein bisschen zu der Kamera zu. Das finde ich ganz gut. Überwerfer, dieser Angriff fügt einem Pokémon auf deiner Bank 20 Schadenspunkte zu. Ist nicht gut, aber okay, 30 Schaden. Damit kann man arbeiten und wuchtiger Sumplex, dieser Angriff fügt 20 Schadenspunkte für jedes Normalsymbol in den Drittzugkosten des aktiven Pokémons zu. Ist das gut? Ich glaube schon. Also wenn man irgendwie so fette Pokémon auf der beim Gegner hat, dann kann man damit schon ziemlich viel Schaden, glaube ich, machen. Was ich auch gesehen habe, ich habe mich ja so ein bisschen informiert, auf den World Finals wurde, glaube ich, das, wie heißt es? Seismitod auf Deutsch.
irgendwo Brannerwarz EX-Decks. Das hat, glaube ich, sogar eine Schwäche gegenüber Pflanzenattacken. Und da wäre das, glaube ich, ganz gut. Aber wie gesagt, ich will die kompetitiven Fähigkeiten dieser Karten nicht unbedingt irgendwie jetzt einschätzen können. Und so, unsere Reverse ist nochmal das angefressene Magnetilo mit den zwei normalen Magnetilos. Alles klar, bin ich okay. Und ein Farbigel. Was geht hier ab? Was ist diese Perspektive? Was ist dieses Artwork? Das sieht super seltsam aus. Handgemalt mit Buntstiften und die Perspektive. Ich glaube, das Farbigel guckt uns an. Ich glaube, das ist eine Message. Das ist ein sehr, sehr kompliziertes Kunstwerk, das der Künstler gerne interpretiert haben will. Das, man hat ein Bild im Bild. Der Künstler des Bildes ist das Farbigel, welches ja auf einer Karte selbst gemalt ist und guckt uns an. Holy shit. Ultra creepy, aber finde ich eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, die Perspektive ist irgendwie super seltsam. Also irgendwie, wie die Straße hier verläuft und wie das die Leinwand da steht. Keine Ahnung, ob das richtig ist. Ich will es nicht einschätzen, aber irgendwie finde ich das Artwork ganz cool. So, und jetzt kommen wir zum letzten Booster-Pack. Oh, genau, es gab gar keinen Highlight in den letzten. Komm, wir tun das Farbigel einfach hier hin. Für den Fall, dass es irgendwie cool ist und ich habe das jetzt total ignoriert. Wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn wir noch irgendwie eine EX ziehen würden und oder irgendwas Full-artiges oder keine Ahnung. Habe ich es richtig gemacht? Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. So. So, wir haben nochmal einen Purmel, hatten wir schon mal. Ein Geronimatz, auch irgendwie mit diesem handgezeichneten Effekt gemalt. Sieht so ein bisschen aus wie Ascension, von dem Kartenspiel Ascension. So, da sehen die Artworks auch immer so strichartig aus. Ein Schneebedeck, auch wieder mit so Buntstiften gezeichnet, alles klar. Ein Barblu chillt so ein bisschen auf der Wiese. Würde ich auch gerne machen, aber es ist zu kalt. Ein Flecknoil? Okay, nennen wir es so. Vom Artwork ultra cool. Ich mag es, wenn die Sachen so gepainted sind. Also dicke Art Lineouts und von der Farbkomposition her finde ich auch sehr, sehr gut. Man hat hier so ein bisschen dieses Highlight mit dem Rosa und der Rest halt sehr monochrom. Aber wie gesagt, schön, schönes Artwork. Ein Chefruhm in Aktion. Sehr, sehr gut. Ein Mewtwo Geistesbund, das sind diese Geistesbundskarten, die ich meinte, und mit irgendeiner Karte, genau hier mit dem Irrweltal, kann man halt eben solche Sachen ausschalten. Finde ich auch ganz gut. Genau, wir sind noch nicht bei den letzten Karten. Ein Scharfax chillt rum. Ich sehe, entweder chillen die Pokémon rum oder sind krass in Aktion, was dazwischen gibt es nicht. Oh shit, ich sehe schon, hier ist eine Breakkarte. Was wird diese Breakkarte sein? Ein Sora Turbo! Das ist nice! Das ist nice! Das ist super nice! Wie gesagt, ist glaube ich die coolste Karte in dieser Edition. Finde ich halt sehr, sehr schick. Wunderschön. Krass, wir haben drei. Wir haben drei. Ich zack zwei, meine aber drei. Wir haben drei Turbo-Karten gezogen. In nur fünf Packs. Ich glaube, das ist ein ziemlich guter Schnitt. So viele Turbo-Karten gibt es nicht. Wie gesagt, ich wusste nicht, dass die Reverse-Slots von den Turbo-Karten eingesetzt werden. Insofern, ja, yeah, wird signiert und wird Razer zugeschickt, wenn er denn eins möchte. Kann ja sein, dass er sagt, ach komm, so ein Scheiß will ich nicht. Und die Rare ist... Shit. Oh Gott, das ist ja wunderschön. Alter, ich freue mich total. Ich bin nicht gut darin, meine Gefühle auszudrücken, aber ohne Witz, ich finde... Ich glaube, das war sogar mein Lieblings... Also, der Zorak ist schon super gut, aber ich glaube, Lynette, das wird schon, glaube ich, mein Lieblingsding sein. Ich meine, Full Art... Finde ich schon cool. Und wenn Menschen drauf sind. Und was ich an den Full Art Sachen gut finde, ist, dass sie so ein Muster haben. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber ich glaube doch, wenn ich so ein bisschen ins Licht halte, das hat halt so ein geriffeltes Muster. Das heißt, du fühlst die Gutheit dieser Karte. Gutheit, gutes Wort. Ja, was kann die Karte überhaupt? Du suchst deine Bibliothek nach einem Basis-Pokémon EX oder drei Basis-Pokémon außer Pokémon EX und lege sie auf deine Bank. Ist, glaube ich, ein ziemlich guter Effekt. Erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Fanclub, aber hier kann man sich halt drei Basis-Pokémon nehmen. Das heißt, wenn man irgendwie so ein Deck mit Zubats hat oder ähnlichem, ist das, glaube ich, ganz cool. Auf jeden Fall, eigentlich ein ultra guter Schnitt, wenn ich mir das so bedenke. Wo habe ich das? Ich habe das so weggeschmissen. What the fuck? So. Eigentlich ein ziemlich guter Schnitt. Für nur 5 Booster-Packs haben wir direkt 3 Turbo-Karten gezogen. Und zwar Florges, Zoroark und Brigaron. Ich glaube, das ist ein richtig guter Schnitt. Und zusätzlich dazu nochmal hier eine Full-Art-Trainerkarte. Lynette oder Bridget, wie sie, glaube ich, im Englischen heißt. Sehr, sehr cool. Die anderen Karten sind auch ganz gut. Also ich glaube, Magneson Holo kann man... Also Magneson... Gibt es da irgendwie eine Bezeichnung? Die Rare Magneson aus Turbo Break. Das heißt nicht Break. Das heißt Breakthrough. Oder Turbo Start, wie man es nimmt. Ich glaube, das kann man auch ganz gut nutzen. Aber wie gesagt, Highlight auf jeden Fall das hier. Das rahme ich mir ein. Pack's mal auf die Wand. Wunderschön. Ich hoffe, ich werde mir gleich die
Videoaufnahme ansehen. Wahrscheinlich ist alles schief gegangen. Die Soundaufnahme wird auch total kacke sein. Aber das ist das erste Mal, dass ich so ein Pack-Opening mache und sicher nicht das letzte Mal. Ich werde auch gucken, dass ich mir vielleicht für die nächsten Pack-Openings die neue Edition hole. Die kommt ja in einer Woche oder in zwei Wochen raus. Heißt, glaube ich, Breakpoint auf Englisch, auf Deutsch, keine Ahnung. Und da müssen wir mal gucken, ob wir uns da was organisieren können. Denn da sind Scheroxe drin. Ich finde Scheroxe einfach ultra schick. Wenn ich da eine ziehen könnte, wäre schon ganz gut. Und ja, wunderschön. Ich bin absolut zufrieden. Ich hoffe, euch hat dieses kleine Nebenprojekt gefallen. Davon wird es auf jeden Fall mehr geben für den Fall, dass euch das interessiert. Und ansonsten würde ich mich ganz, ganz herzlich bedanken fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bye bye.